Nach diesem kurzen Video weißt du, wie du ganz einfach in WordPress eine Weiterleitung einrichten kannst und wieso das so wichtig ist. Denn jeder, der eine Website hat, der sollte das wirklich wissen, weil das ist so fundamental. Ich denke, du hast voll Bock auf das Video, ich nämlich auch. Deshalb sehen wir beide uns direkt nach dem Intro. Los geht's! Herzlich willkommen zu diesem Video. Falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Frederik Vogt, ich bin gleichzeitig Internetunternehmer, Buchautor und habe natürlich auch schon die ein oder andere erfolgreiche Website erstellt. In diesem kurzen Video geht es im ersten Schritt darum, hey, wieso solltest du unbedingt Weiterleitung auf deiner Website verwenden? Und zweitens zeigt dir dann, hey, wie du was für ein Plugin du verwenden kannst, um Weiterleitung einzurichten. Drittens erstellen wir dann sogar noch zuletzt eine eigene Weiterleitung, damit du auch wirklich weißt, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Doch ganz kurz bevor wir anfangen, gib dem Video einen kräftigen Daumen nach oben, wenn du es cool findest, dass du hier solche kostenlosen Live-Praxis-Tutorials auf YouTube von uns bekommst. Gib dem Video einfach einen kräftigen Daumen nach oben. Und für bessere Websites, viele Besucher und einfach mehr WordPress-Erfolg, klicke jetzt unterhalb auf den roten Abonnieren-Button unter dem Video und danach auf die graue Glocke. Wenn du auf die graue Glocke klickst, dann bekommst du nämlich auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues, wichtiges Video kommt, das du nicht verpassen solltest. So, jetzt genug geredet. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wofür solltest du jetzt solche Weiterleitungen verwenden? Erstens mal ganz wichtig ist, um Affiliate-Links zu maskieren, also unkenntlich zu machen. Das heißt, ne, damit nicht jeder Depp erkennen kann, dass es sich um einen Affiliate-Link handelt, wenn du einen Link auf deine Website oder irgendwo sonst, auf Social Media oder so, platzierst. Das ist der erste wichtige Punkt, aber der zweite, viel, viel wichtigere Punkt ist, dass, wenn es einen 404-Fehler gibt, dass du die Nutzer dann zur richtigen Seite weiterleitest. Also es gibt jetzt mal zwei häufige Arten, wieso es zu einem 404-Fehler kommen kann. Und zwar zum Beispiel, wir gehen jetzt mal hier auf die Über-uns-Seite, wenn du den Link von so einer Seite änderst. Denn ganz viele andere Websites, also angenommen ganz viele andere Websites haben jetzt hier auf diese Seite verlinkt, auf diese Über-uns-Seite. Aber wenn wir jetzt den Link ändern, ne, zum Beispiel von über uns in über mich, dann würden ja die ganzen anderen Websites immer noch den alten Link, also den über-uns-Link verwenden. Problem, ne, wir geben jetzt mal hier ein, also der alte Link wäre über-uns, dann würden die Leute, ne, wir müssen hier noch ganz kurz aktualisieren, fällt mir gerade auf, so, geben wir also nochmal ein, über uns, dann würden die Leute hier auf dieser Seite landen, ne, weil... Seite mit diesem Link gibt es ja nicht mehr. Die habe ich ja gerade umgeändert. Der ist jetzt über mich und nicht mehr über uns. So, also dann würden die Leute hier auf, oh, diese Seite konnte nicht gefunden werden, landen. Das ist erstmal das erste Problem. Hey, wieso du eine Weiterleitung einrichten solltest, wegen so einem 404-Fehler. Und ja, wie das funktioniert, ne, gleich. Und zweitens, wenn du eine Seite löscht, ja, wenn du die Seite jetzt hier löschen würdest, dann Google ist ein bisschen langsam. Und dann würde diese Seite trotzdem noch, obwohl sie eigentlich gelöscht ist, eine gewisse Zeit in den Suchergebnissen angezeigt werden. Das heißt, wenn dann jemand auf das Suchergebnis klickt, dann würde der Nutzer eben auf, naja, der Fehlerseite landen, weil die Seite gibt es ja nicht mehr, weil wir sie ja gelöscht haben. Deshalb solltest du auch eine Weiterleitung einrichten. Also ne, nochmal zusammengefasst. Erstens mal wegen Affiliate-Links und zweitens mal wegen dem 404-Fehler. Wie richten wir jetzt so eine Weiterleitung ein? Ganz einfach, dafür gehen wir jetzt mal hier auf Plugins. Installieren ein Plugin. Ne? Das ist ja außerdem eine Test-Website, also nicht ernst nehmen. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ja hier, der denkt, er hat irgendwie was drauf mit WordPress, aber kriegt hier nur so eine Scheißseite hin. Nein, Spaß. Also wir haben natürlich hier richtig gute Seiten hier, die professionell aussehen. Oder diese Seite hier, ja. So, also Redirection, dieses Plugin, da klicken wir jetzt mal hier auf Jetzt installieren, dann installiert es das Ganze und tada, perfekt, jetzt klicken wir nur noch auf Aktivieren und wir haben dieses Plugin schon aktiviert. Du kannst auch Weiterleitungen anders erstellen, das geht zum Beispiel mit dem Yoast SEO Plugin, über die htaccess-Datei und weitere Arten. Ich zeige jetzt aber hier die über das Plugin, weil die finde ich am besten, weil der trackt es, zählt eben auch die Klicks der Nutzer auf den jeweiligen Link, zum Beispiel wenn du Affiliate-Marketing machst, ganz cool. Also wir gehen jetzt hier zu Werkzeuge, Redirection, da finden wir jetzt den Punkt Redirection, nachdem wir das Plugin installiert haben und können jetzt hier eine Weiterleitung einrichten. Wir hatten ja hier, nehmen wir das Beispiel des über mich, der über mich Seite. So, jetzt können wir hier eine URL-Quelle auswählen, also das heißt, von welcher Seite soll denn weitergeleitet werden? Das wäre jetzt im Normalfall
Also, ne, wir haben jetzt hier den Fehler bei über uns, ne, Seite konnte nicht gefunden werden, kopieren wir uns den Link hier raus, fügen den hier als URL-Quelle ein. Weil es sich ein Link von deiner eigenen Website handelt, kannst auch dieses ganze http://test.frederik-vogt.de wegmachen. Und Ziel-URL soll über mich sein, ne, damit wir hier auf der richtigen Seite landen. Und fügen das hier ein. Und jetzt können wir hier aber auch ja, das davor wegmachen. Ganz kurz noch ein kleiner Tipp. Wenn du einfach hier auf Slash verlinkst, dann würde der Nutzer direkt auf der Startseite von dir landen. Wir klicken jetzt mal hier auf Umleitung hinzufügen. Du kannst das Ganze dann auch noch im Nachhinein bearbeiten, löschen oder deaktivieren. Du kannst hier auch den Typ ändern. Soll das ein 301 Weiterleitung sein, 302, wenn sie nur temporär sein soll und so weiter. Also wir klicken jetzt mal hier wieder auf Speichern und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Also wir geben jetzt mal ein hier über uns. Vorher war da der 404 Fehler. Und wir werden jetzt aber weitergeleitet auf über mich, ne? Wie du jetzt gerade gesehen hast. Ich mache es nochmal, damit man es besser sieht. Also test.frederik-vogt.de über uns und Eingabetaste. Und jetzt wird man weitergeleitet auf über mich. Also, hat tatsächlich funktioniert. Zu welchen Themen würdest du gerne noch Videos auf diesem Kanal sehen? Schreib es mir in die Kommentare, interessiert mich riesig. Wir beide sehen uns auf der Endcard, wo es seit neuestem sogar einen kostenlosen Kuss gibt, je nachdem, wann du das Video anschaust. Schau mal vorbei. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratisgeschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.